Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Marc von Xbox Aktuell. Heute dreht es sich in diesem Video nicht um die Xbox, sondern eher um die xCloud, beziehungsweise um eine Möglichkeit, wie man die Xbox Games auf dem Smartphone zocken kann. Standardmäßig schlägt Microsoft hier natürlich den Bluetooth-Controller vor. Alternativ kann man natürlich, wenn man so einen Adapter hier hat, das Ganze auch per Kabel betreiben, wobei der Komfort natürlich grundsätzlich da etwas in den Keller geht. Ich habe mich in den letzten Tagen mal damit beschäftigt, was für Möglichkeiten es hier gibt, das besser zu handeln, und bin dabei über den Kishi gestolpert. Dieser wurde uns von Razer freundlich für diesen Bericht hier ausgeliehen, und im folgenden Video werfen wir mal einen Blick auf das Gerät. Los geht's! So, da bin ich wieder mit dem Razer Kishi, hier in der Android-Variante. Es gibt es auch für iOS, das ist genau baugleich, hat halt anstatt USB-C einen Lightning-Anschluss. Razer verspricht eine geringe Latenz aufgrund des direkten Anschlusses und soll fast für alle Smartphone-Größen passen. Details dazu findet ihr auch im unten verlinkten Artikel. Schaut also mal vorbei. Werfen wir mal einen Blick auf die Verpackung. Ja, im Lieferumfang befindet sich jetzt wirklich nur das Kishi und ein kleines Handbuch. Android-User sollten Android 8.0 auf ihrem Smartphone installiert haben, und es muss halt, wie gesagt, einen USB-C-Anschluss haben, das Gerät. Schauen wir mal rein. Da haben wir hier einmal direkt den Controller und darunter sollte sich das Handbuch verstecken. Handheftchen eher. Ein paar Informationen sind drin. Und auch ein kleiner Stickerbogen. So, der Controller selber. Hier haben wir einen USB-Port zum Aufladen. Ansonsten versorgt sich das Kishi auch über das Smartphone direkt. Trigger und Bumper auf beiden Seiten. Und auch der Rest ist eigentlich so, wie man es gewohnt ist. Einmal hier oben haben wir die Buttons, dann zwei Analogsticks klickbar. Und auf der linken Seite das digitale Steuerkreuz und dazu noch ein paar Menütasten. Wenn man das Handy hier einspannen will, muss man hinten diese Verriegelung lösen. Und dann kann man das Kishi, den Kishi, auseinanderziehen. Ich habe einen Samsung Galaxy Note 10 Plus und das passt da wirklich haargenau rein. Also wenn ihr auch ein Android-Gerät habt, es darf auf keinen Fall größer sein. Von der Breite her jedenfalls nicht. Länge geht noch ein Stückchen, aber auch nicht wirklich viel mehr. Ja, und dann würde ich mal sagen, ab in die xCloud. Ich habe jetzt einmal A Plague Tale Innocence gestartet und ich schlage vor, wir schauen uns einfach mal gemeinsam das Tutorial an. Dann mal los. Verwalte
beiseite diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia de Rune kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Mit diesem grandiosen Fehlschuss brechen wir das Ganze besser mal ab. Aber ich denke mal, für den Ersteindruck sollte das auch reichen. Gehen wir mal wieder aus der App raus. Da möchte Microsoft noch hier geklickt haben und da noch und da noch. So, und dann heißt es einfach beim Handy rausnehmen, erst oben aus dem Kishi rausnehmen und dann lässt sich das Handy komplett vom USB-Anschluss abziehen. Und beim Zusammenstecken muss man hier ein bisschen genau den richtigen Punkt treffen und dann kann man das hinten wieder festklicken und schon ist das Klischee wieder kompakt, transportabel. Ja, als Fazit, das Gerät kostet in der UVP 90 Euro, im Handel ist es mittlerweile für 75 erhältlich und dafür macht es im Großen und Ganzen einen guten Eindruck. Details dazu nochmal im unten verlinkten Artikel. Schaut also da mal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.